Aufnahme. Ihr hört. Hallo, ich will. Ihr hört Pommes. Oh. Echt, du hast mir zugehört. Entschuldigung. Ihr hört Pommesgabel. Den Podcast von powermetal.de. Jetzt weiß ich, warum Jakob den Anfang machen wollte, weil er das viel flippiger kann. Hallo zu einer neuen Soundcheck-Folge von Pommesgabel, dem Podcast von powermetal.de. Mein Name ist Pia. Ich bin hier heute wieder mit meinen soundcheckenden Podcast-Kollegen Jakob. Moin. Und Marcel. Einen traumhaft schönen guten Abend. Ja, der Abend ist wirklich traumhaft, denn ich habe gerade mal so ins Voting geguckt, da machen wir gleich nochmal einen kleinen Werbeblock für. Und es sieht ziemlich gut aus für uns gerade. Ich hoffe, dass ich das in einer Woche nicht wieder rausschneiden muss, weil wir dann, keine Ahnung, richtig zurückliegen. Dabei könnt ihr uns helfen, dass das nicht passiert, denn für die, die es noch nicht mitbekommen haben, Pommesgabel ist Teil des Empirical Next Generation Votings. Wir haben es also in die Top 10 Podcasts Europas geschafft. Und ja, jetzt wäre es natürlich schön, wenn wir das Ding auch gewinnen würden. Oh yeah, auf jeden. Und das läuft folgendermaßen ab. Ihr geht auf empirican.com/de/empirican-next-generation-voting-podcast, glaube ich. Kann sein, dass da ein Empirican zu viel war. Ich packe den Link auf jeden Fall in die Shownotes dieser Folge. Und da könnt ihr abstimmen für eben den Podcast Pommesgabel. Wichtig ist, dass ihr da eine E-Mail-Adresse verwendet, die auch existent ist. Und mit dieser E-Mail-Adresse könnt ihr täglich einmal abstimmen. Oder wenn ihr drei E-Mail-Adressen habt, dann könnt ihr mit jeder dieser E-Mail-Adressen täglich einmal abstimmen und so weiter. Und ja, uns dadurch dazu verhelfen, eventuell auf den ersten Platz zu kommen, was dazu führen würde, dass wir 1.000 Euro gewinnen würden, die wir natürlich direkt in den Podcast reinvestieren würden, sprich in neues Equipment. Und ja, dann klingen wir noch besser. Dann bringen wir unsere Töne über die metallischen Töne noch schöner in eure Ohren. Und solange noch ein bisschen was für die Rolex von Jakob übrig bleibt, hervorragend. Ja, das wäre toll. Gut, fangen wir an mit dem Soundcheck für den Mai 2021. Es sind dieses Mal, ich glaube, 25 Alben gewesen. Nee, 26. Korrekt. Es sind auch ein paar interessante Namen dabei. Den einen oder anderen Namen werden wir jetzt auch besprechen. Ich drop diesen Namen jetzt einfach schon mal. Also wenn ich jetzt anfange hier mit Monster Magnet sind dabei gewesen, Impaled Nazarene kennt man auch, Flotsam and Jetsam, selbstverständlich kennt man die auch, Bloodbound könnte dem einen oder der anderen ein Begriff sein. Silver Lake ist die Band von Esa Holopainen, der ist bei Amorphis. Ich weiß nicht genau, was er dort tut, denn ich höre Amorphis nicht, aber Gitarre, ne? Gitarre. Vola sind dabei gewesen, Atreyu könnte man auch kennen. Und Mental Cruelty. Das sind so die Namen, die mir was gesagt haben. Habe ich noch einen großen Namen vergessen? Genau, und einige besprechen wir hier jetzt gleich noch. Ganz genau. Da fangen wir auch gleich an. Also dieses Mal ist die Verteilung tatsächlich so gewesen, dass nur jeweils eine Band auf den Platzierungen 1 bis 5 ist und auch nur jeweils eine Band auf den Plätzen 23, 24 und 25. Also dass wir Gott sei Dank. dass wir eben 8 Alben so besprechen und dann habt ihr beide aber jeweils noch ein Album, das euch sehr am Herzen liegt, über das wir dann noch sprechen werden. Ich habe dann auch noch 2 Alben mitgebracht und Marcel, du hast auch noch wo du uns am Ende darauf hinweisen möchtest, dass das doch eine Hörempfehlung ist. Gut, fangen wir an mit dem 5. Platz. Das sind Subterranean Masquerade mit dem Album Mountain Fever, das am 14.05. erscheint, beziehungsweise erschienen ist. Wir nehmen heute am 7. Mai auf, aber die Folge erscheint am 16. Also wird es dann schon draußen sein. Die Band kommt aus Israel und ist 1997 gegründet worden. Mountain Fever ist das 5. Album der Band. Was ich sehr spannend finde, das vorherige Album The Pros and Cons of Social Isolation ist 2020 rausgekommen. Während der Covid-19-Krise hat sich die Band auf die Studioarbeit konzentriert und dann The Pros and Cons of Social Isolation veröffentlicht, welches ein Album ist, das aus 7 neu
arrangierten Tracks aus vorherigen Alben besteht. Mhm. Alles klar. Und dem Cover von Phil Collins' Hit Another Day in Paradise. Zumindest haben sie da in sehr kurzer Zeit zwei Alben rausgebracht. Die Musik der Band ist sehr sanft im Gegensatz zu dem, was jetzt noch so kommt, worüber wir im weiteren Verlauf noch sprechen. Oh ja. Der Gesang, finde ich, geht ein bisschen Richtung Nevermore, zumindest was die Klangfarbe angeht. Da hat mich der Sänger doch ein bisschen an Rory Dane erinnert. Und insgesamt ist die Musik, also finde ich sie spannend, sie ist sehr progressiv, hat einen klaren Sound und hat auch was sehr Melancholisches. Ich muss aber sagen, dass ich die Musik nicht so richtig zu greifen kriege. Also wenn ich jetzt noch mich zurückerinnern wollte, würde das mir nicht so richtig gelingen. Marcel ging es eventuell ähnlich, ich weiß es nicht, du hast 6 Punkte vergeben. Jakob, du hast 8 Punkte vergeben, deswegen fang doch mal an, uns mehr über die Musik von Subterranean Masquerade zu erzählen. Gerne, dann öffne ich mal den Reigen. Also ja, es ist ein buntes Potpourri musikalischer Kreativität, finde ich. Es ist Progressive Metal, es ist rockig, es hat Folk-Elemente und orientalische Einflüsse und meistens überwiegt der glasklare Gesang, der mich auch ein bisschen an Pain of Salvation erinnert, an Daniel Gillenlöh, aber Nevermore finde ich auch eine interessante Verbindung und wird gelegentlich von gutturellen Gesängen durchzogen. Den Vorgänger, den du genannt hattest, Pierre, den hatte ich gar nicht auf dem Kasten, aber bereits den Vorgänger oder den Vorvorgänger dann halt, Vagabond, den fand ich schon ziemlich gut und Mountain Fever legt in meinen Ohren noch eine gute Schippe drauf. Es ist kein zu vertracktes Prog-Album, trotz dieser ganzen Einflüsse, die ich eben genannt habe. Aber es ist sehr vielfältig und bietet quasi die gesamte Dynamikpalette von zart bis hart, sag ich mal. Und besonders toll ist die Liebe zum Detail. Es gibt wirklich mit jedem Hördurchgang eine neue Gitarrenmelodie zu entdecken. Es gibt gelegentliche Streicher- und Bläserparts, die einen orientalischen Touch geben, wodurch auch eine Band wie die Landskollegen von Off and Land natürlich nicht weit weg sind. Snake Charmer ist ein toller Track und der Titeltrack, die verbinden diese Elemente hervorragend, so wie Somewhere I Sadly Belong und For the Leader, die hingegen aber relativ harte Nummern sind mit präsenten Shouts und treibenden Rhythmen, jedoch nicht minder klug arrangiert. Ascent ist eine eher getragene Nummer mit viel Emotionen. Es ist ein unglaublich vielfältiges Album. Ich könnte jetzt jeden Song irgendwie aufzählen, was zu dem sagen und darum mache ich es ganz kurz. Wer Prog hört, muss Mountain Fever wirklich mal gehört haben. Das ist ein ganz schönes, frisches Progressive-Rock-Metal-Album. Wie gesagt, mit folklorischen, orientalischen Klängen, das ich wärmstens empfehlen kann für alle, die ja in diesem Genre sich bewegen. Oh, Jakobs Pizza ist da. Yeah! Ja, gönn dir. Die sieht fett aus. Okay, während Jakob sich seine Pizza zu Gemüte führt. Marcel, was sagst du denn zu Subterranean Masquerade und Mountain Fever? Ja, mein pizzaessender Kollege, der hat ja gesagt, jeder, der Prog hört, sollte dieses Album hören. Ja, ich höre keinen Prog. Dementsprechend 6 Punkte. Mountain Fever waren für mich ein klassischer Fall von Überforderung. Handwerklich wirklich gut gemachtes Album von den Israelis, auch mit, wie du schon gesagt hast, mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail. Aber persönlich gab es da zu viele Irrungen und Wirrungen, zu viel, hier noch ein bisschen, dort noch eine Nuance. Und ich wurde von diesen Informationen und Eindrücken schlichtweg überfrachtet. Und mein Kopf hat irgendwann auch dicht gemacht, sodass die Musik auch nicht mehr so recht zugänglich war. Die Mischung aus Prog, Rock, nahöstliche Stilmittel, Elemente der Weltmusik, die ist zwar gut und harmoniert auch gut miteinander, aber persönlich fehlt mir bei dem Album der gewisse Durchblick. Jazz, Gospel, Percussions aus dem afrikanischen, indischen Raum, das war alles so viel auf einmal für mein recht einfaches Gehör. Man hatte zwar 1 oder 2 Stilelemente, auf die man sich eingelassen hat, aber dann kamen auch direkt 5 oder 6 neue. Das war für mich sehr anstrengend. Ein paar Songs blieben aber dennoch hängen, wie beispielsweise Spectre oder Place for Fairy Tales, sind etwas zugänglicher. Die Melodien, die bleiben hängen und die Refrains zünden verhältnismäßig schnell. Ja, nicht einfach zu verdauendes Album ist Mountain Fever am Ende geworden, für das man sich sehr, sehr viel Zeit nehmen muss, um es entwickeln zu lassen. Ja, und die haben wir Soundchecker einfach nicht. Außer Raphael. Außer Raphael. Schöne Grüße an dieser Stelle. Genau, der hat nämlich die Höchstnote gezückt und dem Album 10 Punkte gegeben. Außer dir, Marcel, hat Rüdiger noch 6 Punkte vergeben, was so die niedrigste Bewertung ist. Mario hat 6,5 Punkte vergeben.
Also ist recht gut durchmischt und somit ein logischer fünfter Platz für Subterranean Masquerade mit Mountain Fever. Mhm. Das nächste Album, das Album auf Platz 4, dürfte dann eher deinem Geschmack entsprochen haben, Marcel. Das ist von Disaster, das Album Churches Without Saints. Und Disaster ist eine Band aus Koblenz, die zum einen 1988 gegründet wurde und dann sich 1992 praktisch nochmal neu gegründet hat, also reformiert hat. Die Band läuft so ein bisschen unter der Firmierung Thrash Metal. Ich finde, es ist aber auch eine ordentliche Black Metal Schlagseite dabei, die mir sehr gut gefällt. Da ist auch viel Rock'n'Roll drin, was ich sehr sympathisch finde. Und der Sänger Guido Sataniac Wissmann klingt manchmal, als würde er gleich direkt neben das Mikro brechen. Und ich muss gestehen, ich mag diesen Gesangsstil sehr gerne. Der hat irgendwie was. Deswegen auch da nochmal ein Pluspunkt meinerseits. Es ist das 9. Album der Band. Seit 2016 ist es die neueste Veröffentlichung. Da kam nämlich The Oath of an Iron Ritual raus. Und ich möchte an dieser Stelle das sehr interessante Albumcover hervorheben. Da sind nämlich, ich glaube, drei Totenkopfpriester drauf, so nenne ich sie mal, vor einer Kathedrale. Die sind da eben so als Trio davor groß zu sehen. Und das ist sehr in Rot- und Schwarztönen gehalten. Also sieht sehr spannend aus. Werft mal einen Blick auf euer Smartphone, wenn ihr uns unterwegs hört, dann müsstet ihr dieses Albumcover jetzt sehen können. Jakob hat 6,5 Punkte gegeben. Marcel, bei dir waren es 8,5. Also ja, wie gesagt, entsprachen sie scheinbar eher deinem Geschmack. Das ist auch die höchste Note, die vergeben wurde. Michael und Rüdiger haben auch 8,5 Punkte gegeben. Ein kleines Vöglein hat mir gezwitschert, dass Sataniac, der Sänger, das Artwork nicht ganz so schön fand. Ich habe nämlich ein Interview mit ihm geführt. Aber trotzdem ist der Inhalt richtig bockstarker Black Thrash Metal. Die Jungs, die mussten ja auch sich einen neuen Schlagzeuger suchen, haben das auch in dem ehemaligen Jupiter Jones Schlagzeuger Hond gefunden. Und der macht wirklich einen sehr, sehr guten Job. Geübte Ohren finden bereits nach dem ersten Durchgang heraus, dass der Sound auf dem 9. Album noch ein bisschen runder, homogener und bisweilen sogar wärmer ausgefallen ist. Die Songs, die sind in sich eine geschlossene Einheit und ja, im Prinzip spuckt Sataniac komplett Gift und Galle, das, was du auch schon gesagt hast. Ich finde das großartig. Man hat hier wirklich ein sehr, sehr ordentliches Tempo, kräftige Double Bass, Riffs, die sich einmal durch die Hölle und zurück sägen und die typischen Sataniac'schen Gesangsparts. Ich finde es absolut großartig. Das Album, das hat aber allerdings auch so ein paar Überraschungen. Mit The Grace of Sin wird die Platte recht episch eingeleitet. Ja, und Helputer hat beispielsweise auch ein sehr, sehr cooles Motorhead-Flair. Die Gitarrenmelodie von Exile is Imminent ist sehr, sehr geil geworden. Und Failing Trinity hat ein unfassbar tolles Tempo. Also rundum ein sehr abwechslungsreiches, sehr in sich stimmiges Album, was mir unheimlich gut gefällt. Und man muss auch dazu sagen, mir hat der Vorgänger The Oath of an Iron Ritual sehr, sehr gut gefallen. Aber da konnten die Jungs aus Koblenz nochmal so einen Zacken draufsetzen. Und das ist wirklich sehr, sehr gut eingespielter Black Metal mit Thrash-Elementen in Reinkultur. Wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und von daher bin ich ein bisschen verwundert, dass Jakob das Album nicht so gut gefallen hat. Jakob ist jetzt frisch gestärkt durch seine Pizza und kann alle Geschütze auffahren. Yes! Also erstmal muss ich auch sagen, hat es ein eindrucksvolles Cover-Artwork. Gefällt mir auch gut. Ich würde es fast ohne die Totenköpfe noch besser finden, finde ich. Einfach nur diese Kathedrale mit den Farben, das finde ich auch sehr eindrucksvoll. Aber auch so, auch in Ordnung. Ja, dieser Death Black Thrash Metal der Koblenzer ist gut, sie machen das gut. Doch für mich ist es ehrlich gesagt ein bisschen zu unspektakulär und eher im Durchschnitt als im oberen Bereich angesiedelt. Dieser homogene Sound, das finde ich nicht so. Ich finde, der Sound ist sehr dumpf, was mir selten gefällt. Und auch im Falle von Churches Without Saints eher dafür sorgt, dass ich nicht höher in die Notenkiste gehen möchte. Klar möchte Disaster so einen Sound haben. Ich brauche auch nicht zwingend ein gelecktes Klangbild. Doch hier stört es mich eher, als dass es Atmosphäre schafft oder ähnliches. Das genannte Exile is Imminent gefällt mir auch sehr gut, geht gut ins Ohr und durch seinen fast post-metaligen Sound hat es auch so einen
Ja, so ein Alleinstellungsmerkmal, also sticht sehr hervor auf jeden Fall. Und Sadistic Salvation hat ja wohl einen super passenden Titel, finde ich, was ne, zu dem ballerigen Sound, den sie da auffahren. Schnell ist aber alles gesagt, finde ich, auf dem Album. Und ja, ihr hebt den Gesang sehr löblich hervor. Mir ist da ein bisschen zu wenig Variation drin, auch wenn mir dieses Gekeife anfangs auch sehr gefällt. Aber auf Albumlänge merke ich dann irgendwie, okay, fühle ich mich eher halt angebrüllt, als dass es musikalisch irgendwie für mich einen Sinn macht. Darum bin ich bei eher einer Durchschnittsnote gelandet. Und eine 6 ist ja auch keine schlechte Note, ne? Ist es so, ja. Das ist definitiv so. Dazu wollte ich aber auch noch was sagen, wo du es gerade erwähnt hast, Jakob. Ich finde, wenn man die Platte oder wenn man der Platte quasi ein einziges Wort zuteilen sollte, effektvoll. Es knallt dir komplett mit aller Wucht in die Magengegend. Und, liebe Zuhörer, ich will euch auch den letzten Track Aus Asche ans Herz legen, weil das ist für Disaster-Verhältnisse komplettes Neuland. Finde ich sehr, sehr geschmackvoll gelungen. Ist ein toller Abschluss für ein sehr, sehr gutes Album geworden. Was ich, glaube ich, gerade vergessen habe zu erwähnen, ist, dass es am 4. Juni rauskommt. Also muss man noch ein bisschen warten, bis man sich das dann auch tatsächlich in Gänze zu Gemüte führen kann. Ja, war es schon? Keine Einwände mehr? Was heißt Einwände? Ich meine, ich kann Jakobs Standpunkt da verstehen. Unterstützen würde ich ihn jetzt nicht. Aber im Endeffekt, das, was du gesagt hast, dass Disaster genau diesen Sound wollte, ja, absolut. Ich finde es gut, wenn ich neben mir jemanden stehen habe, der mich pausenlos anbrüllt. Dafür ist Black and Thrash Metal da. Dann geh doch zu deinen Subterranean Masquerade-Leuten da. Nein, Spaß beiseite, aber hin und wieder kommen wir bei Thrash Metal ja doch irgendwie in dieselben Fahrt. Ja, also ich mag ja auch Extreme Metal, ne? Meine Güte. Also wir sprechen später noch über Mental Cruelty, da geht's noch ganz anders zugange. Ja. Und das meine ich, es muss halt irgendwie im Gesamtkontext für mich passen. Also es ist halt irre subjektiv, ne? Also bei Disaster hatte ich halt eher den Eindruck, dass es so für mich nicht so passt. In einer anderen Zusammensetzung mag ich sehr gerne auch extreme Gesangs- und überhaupt Spielarten, ne? Genau, Mental Cruelty freue ich mich auch sehr drauf, wenn wir dann über die sprechen. Platz 3 ist ähnliche Uneinigkeit zwischen euch, nicht ganz so extrem diesmal. Wir sprechen über Vulture mit dem Album Dealing Death, das am 21. Mai erscheint. Vulture, der Name der Band, heißt auf Deutsch übrigens Aasgeier. Und es ist eine deutsche Speed- und Thrash-Metal-Band aus Nordrhein-Westfalen, die 2015 gegründet wurde. Es ist, Dealing Death ist das dritte Album der Band und ja, was bei Disaster angefangen hat, wird aus meiner Sicht bei Vulture noch schlimmer, denn sie machen sehr auf Oldschool. Also ich muss sagen, ich renne allein bei der Produktion schreiend weg, es ist absolut nicht meins, das überspannt den Bogen, etwas, was ich so alles in Richtung Black Metal geht, noch einigermaßen verzeihen kann, kann ich hier nicht. Ich finde auch, oder ich empfinde auch den Speed Metal Anteil als wesentlich höher als den Thrash Metal Anteil, was auch wieder gegen meine Hörgewohnheiten oder meine Hörpräferenzen spricht. Das Einzige, was ich positiv finde an Dealing Death, sind die schönen Gitarrenriffs, die da teilweise drauf sind, und die Stimme von Leo Stieler sticht natürlich auch hervor. Marcel hört das ganz anders. Komplett. Er hat 9 Punkte vergeben, Jakob hat 7 Punkte vergeben. Ja, Marcel, heb doch mal die Fahne, die keine Ahnung, brich doch mal eine Lanze für die Aasgeier. Habt ihr mal nachgeschaut, wie viele Bands es mit dem Namen Vulture gibt? 11 Stück allein bei Metal Archives aufgezählt. Also das ist schon Ich habe mich auch sehr gewundert, warum man sich 2015 noch so einen simplen Namen gibt, wo man doch schon weiß, die Menschen sollten mich via Google irgendwie finden. Ja, das stimmt schon. Aspekt. Allerdings hat es dann trotzdem Vulture geschafft, mit wirklich guten Alben bei uns zu landen. Ich glaube, der Vorgänger, der belegt ja auch schon den dritten Platz im Soundcheck vor 2 Jahren. Und ich muss dazu sagen, dass ich im allerletzten Moment noch von 8,5 auf 9 Punkte gestiegen bin, um mir dann auch selbst am heutigen Tag noch in den Spiegel gucken zu können. Ich habe im Gefühl, dass Vulture das nächste Big Thing wird.
Die haben jetzt 3 Alben in 5 Jahren rausgebracht. Das ist sehr, sehr sportlich. Haben dabei aber keine qualitativen Einbußen vorgenommen. Im Gegenteil. Sie haben ihre Bandstärken weiter fokussiert. Wir haben wieder richtig geilen, schnörkellosen Speed Metal mit leichten Thrash- und Heavy-Ansätzen. Und ja, Metal Blade hat da wirklich ein sehr, sehr heißes Eisen im Feuer. Das Album Dealing Death ist für mich sogar noch ein bisschen eingängiger als der Vorgänger, nicht mehr so verspielt. Und gerade Gorgon, Below the Mausoleum oder Malicious Souls haben ungemein großes Ohrwurmpotenzial. Das ist sehr, sehr bockstarkes Songmaterial von der westfälischen Speed-Metal-Abrissbirne. Und mir kommt so vor, als wenn Vulture einmal alle geilen Bands der 80er in einen Topf geworfen hat, also Exciter, Razor, Exodus, Agent Steel, haben dann einen Sound entwickelt, der sowohl in den 80ern als auch jetzt in den 2021er Monaten durchaus geil sein kann. Und voilà, Dealing Death ist da. Sie haben es dann aber leider auf Kassette aufgenommen und ein bisschen zu oft abgespielt. Also sorry, die Soundqualität wird dem nicht gerecht. Aber so ein bisschen Authentizität ist ja auch noch wichtig. Also wie gesagt, ich finde das Album sehr, sehr gut. Warum habe ich den Jungs nur 9 Punkte gegeben? Na, damit sie sich halt eben nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen und noch Luft nach oben haben. Insofern bis hoffentlich 2023 mit einem neuen Vulture-Album. Jakob, du hast, glaube ich, im Vorfeld gesagt, du hättest doch ein bisschen mehr Punkte geben sollen, ne? Ja, also Punkt T weiß ich jetzt nicht. Ich fange mal vorne an. Weil dieser rotzfreche Speed-Thrash-Metal wie Dealing Death kann mich durchaus begeistern. Auch hier ist der Sound nicht perfekt, wie Pia schon mehrmals hervorgehoben hat. Der doch relativ eindeutige Retro-Sound passt hier aber für mich relativ gut zum Gesamtbild der Platte. Das ist auch, was ich vorhin schon erzählt hatte. Natürlich wird hier an die 80er erinnert, aber es ist nicht alles so altbacken, finde ich. Es gibt ein tolles Songwriting, das durchaus mit frischen Ideen punkten kann. Zum Beispiel das Klavierintermezzo in Gorgon oder einige Gesangsharmonien, ja, wie in Below the Mausoleum, The Court of Caligula. Zudem gibt es scharfes Riffing und eine gewisse Eingängigkeit. Deshalb kann Vulture bei mir punkten. Allerdings ohne, dass ich jetzt total im Dreieck springen würde, weshalb es auch ein Album ist, dem halt nur der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft aufzulegen. Deshalb die 7. Auch alte Metallica und Megadeth schimmern hier immer wieder durch, wie in Count Your Blessings, Flee the Phantom oder Below the Mausoleum und nochmal The Court of Caligula. Kann diese Einflüsse nicht negieren. Und ich würde tatsächlich so jetzt im Nachhinein vielleicht nochmal so einen halben Punkt locker drauf geben, ob sogar ein ganzer, würde ich nochmal zeigen. Aber so einen halben Punkt würde ich jetzt schon nochmal drauf geben. Aber ich glaube, das wird am Gesamtergebnis gar nicht so viel verändern. Und die haben auch eine gute Position bekommen. Auf jeden Fall. Und das ist auch so, also bei denen ist es sehr interessant, dass die Noten sich wirklich zwischen 7 und 9 bewegen. Also 7, 7,5, 8 und 9 sind die Noten, die für dieses Album vergeben wurden. Also es ist ein sehr homogenes Bild. Ich würde ja gerne auch mal die Diskussion anstellen, ob Vulture so eine ganz, ganz typische Power-Metal.de-Band ist. Ja, schon. Ja, ich fürchte, ja. Überhaupt mit Thrash-Metal kann man ja bei Power-Metal.de sehr leicht gute Position kriegen. Ja, und mit traditionellem Sound, der stört ja viele auch nicht. Das stimmt. Wie der nächste Platz auch beweist. Oh ja. Sag mal, Pia, wer ist denn auf dem zweiten Platz gelandet? Ja, sag mal. Auf dem zweiten Platz sind Necromantheon mit dem Album The Visions of Trismegistos. Und es ist am 30.04. bereits erschienen, dieses Album. Es ist wieder Thrash Metal, dieses Mal aus Norwegen. Die Band ist 2005 gegründet worden und es ist sehr klassischer Thrash-Metal. Also es ist rumpelig und derb, wie man es im Thrash-Metal eben mag. Die Stimme des Sängers Sindre Solem ist sehr interessant. Also der spielt ganz klischeemäßig auch Bass und bringt durch seine Stimme aber eine eigene Note rein, weil er doch teilweise recht melodiös ist, so ein bisschen vergleichbar mit Mille Petrussa von Creator, der ja auch so ein bisschen mehr Stimme in der Stimme hat, sage ich jetzt mal. Während mir diese Gleichförmigkeit von bassspielender Sänger im Thrash-Metal aufgefallen ist, habe ich mal so nachgedacht, ob es denn auch eine Thrash-Metal-Band gibt, die einen hauptamtlichen Sänger hat. Und mir ist spontan keine eingefallen. Ich bin mir aber sicher, dass Marcel eine kennt.
Spontan würde mir Tankard einfallen, ganz klassisch. Mir stimmt. Würde noch Testament einfallen. Ja, klar. Exodus, Death Angel, also überwiegend Overkill, überwiegend so die amerikanischen Bands. Anthrax, oder? So aus Anthrax, genau. Aus deutschem Lande wirklich eher untypisch, muss ich sagen. Aber wo wir auch vorhin schon bei der Band waren, Disaster. Mhm. Ja, und Witchburner beispielsweise, mit denen ich Necromantheon auch ein bisschen... okay, reicht. Du hast meine Theorie gebrochen. Okay. Aber danke für diesen Exkurs. The Vengeance of Trismegistus ist das dritte Album der Band. Und Fun Fact, man kann dieses Album bei Nuclear Blast erwerben auf, Trommelwirbel, Kassette. Mm-hmm. Das machen immer mehr Bands. Ja, habe ich jetzt auch gesehen. Also finde ich ein ganz lustiges Gimmick, das so zu machen. Gerade wenn man so mal guckt, Norwegen hat ja durch diese Black-Metal-Szene auch eine sehr florierende Tape-Trading-Szene-Community gehabt. Von daher nochmal ein Punkt mehr, warum das Sinn macht. Also finde ich eine coole Sache. Ansonsten, ich habe ja schon mal gesagt, ich mag Thrash-Metal. Aber ich höre da recht wenig Unterschiede zwischen den verschiedenen Bands. Von daher hoffe ich, dass ihr da inhaltlich noch mehr zu sagen könnt. Und ihr seid hier recht dicht beisammen. Also Jakob, bei dir waren es 7 Punkte, Marcel, bei dir waren es 8. Jakob, fang doch mal an. Necromantheon ist wenig überraschend auf Platz 2. Und so hört man auf The Visions of Trismegistus zu jeder Sekunde alte Slayer durch, finde ich. Es ist ein astreines Oldschool-Thrash-Album, aber ich muss sagen, im Hinblick auf die bisherigen Thrash-Highlights des Jahres steht The Visions of Trismegistus vielleicht etwas hinten an. Aber das ist total Geschmackssache. Wer seinen Thrash halt eher roh, rau und geradeaus mag, ist bei Necromantheon total an der richtigen Adresse. Mir fehlt auf Dauer halt so ein bisschen so die Abwechslung. Und ich mag meinen Thrash halt auch ein bisschen anspruchsvoller. Was aber nicht heißt, dass das hier irgendwie falsch ist oder irgendwas. Aber deshalb gibt es hier halt in Anführungsstrichen nur 7 Punkte von mir. Aber wie gesagt, wer alte Slayer hört, der muss hier mal auf jeden Fall ein Ohr riskieren. Und wisst ihr, was Trismegistus ist oder wer das ist? No. Ich weiß nicht, ob die auf diesen auch ansprechen, aber das Artwork würde ein bisschen dazu passen. Es gibt einen gewissen Hermes Trismegistus. Es ist ein Verfasser einer Reihe von Zeugnissen uralter Dokumente aus Philosophie, Astrologie und Alchemie. Ich finde, das wird ja ein bisschen zu diesem Artwork passen, dass das irgendwie alles so ein bisschen durcheinander wirft. Ne? Klingt auf jeden Fall schon mal spannend. Und was du alles weißt, Jakob? Das Allgemeinwissen. Diese Allgemeinbildung. Auf jeden Fall. Also, keine Frage. Aber sag mal, Marcel, alte Slayer, gehst du damit d'accord? Absolut, absolut. Aber ich höre auch, auch so alte Sodom, Sepultura und Destruction raus, überwiegend der 1980er Jahre. Wir mussten ja 9 Jahre warten bis zum nächsten Album, also bis jetzt. Und hier hat sich aber die Wartezeit sehr gelohnt. Richtig cooler, kultiger und vor allem straighter Thrash-Metal mit klitzekleinem Black-Metal-Anteil, wie ich finde. Mit 32 Minuten ist das Album aber ein bisschen arg kurz geworden. Also da hätte durchaus noch der ein oder andere Song Platz gefunden. Aber ich muss sagen, generell bei Musikalben habe ich die lieber zu kurz als zu lang. In diesem Sinne haben wir wirklich kurzweiligen, sehr zackigen Spaß. Recht kompromissloses Riffing, voll auf die Glocke, durch die Bank weg, wird drauf losgeprügelt und Produktion ist in meinen Ohren sauber, allerdings nicht zu gut, sodass man hier vielleicht ein bisschen auch dieses Nostalgie-Feeling aufbewahren kann, um halt diese Parallelen zu Slayer aus den 80ern beispielsweise zu ziehen. Scheuklappen auf und es wird losgerifft und ja, sie erinnern mich stellenweise aber auch so ein bisschen an die Jungs von Witchburner und Disaster, zumindest von damals. Songs wie Faustian Rides oder das eben stark an Tom Araya und Co. erinnernde Seven Rulers of Fate und Scorched Death sind richtig bockstarke Songs. Das Artwork hingegen finde ich weniger gelungen, da es direkt auf Death Metal schließen lässt. Aber im Grunde macht der Ton bekanntlich die Musik und nicht eben das Cover. Auch hier eine sehr homogene Bewertung von 7 Punkten bis 9 Punkten. Von daher auch da ein sehr logischer zweiter Platz. Das sieht auch ganz, ganz ähnlich mit dem ersten Platz aus, der in der Gesamtwertung gar nicht mal so weit vor dem zweiten Platz ins Ziel gegangen ist.
Und der wird belegt von Flotsam & Jetsam und dem Album Blood in the Water, das am 4. Juni erscheint. Die Band ist 1981 gegründet worden, kommt aus Phoenix, Arizona in den USA. Und ich muss mich jetzt mal outen. Ich habe schon viel über diese Band gelesen, aber ich habe noch nie aktiv reingehört. War also eine Premiere für mich und ich muss sagen, ist okay. Ist natürlich nicht das, was ich so präferiert höre, aber kann man sich durchaus mal anhören. Produktion passt in dem Fall für mich auch und geht gut rein. Würde ich auf jeden Fall anlassen, wenn es irgendjemand anmacht. Nach The End of Chaos, das 2019 erschienen ist, ist das jetzt das 15. Album der Band. Und ich denke mal, dass es den meisten nicht so geht wie mir, sondern ja, die meisten kennen Flotsam & Jetsam ganz gut, so dass ich diesen Sound nicht explizit weiter beschreiben muss, sondern wir gehen einfach mal direkt in eure Wertung rein. Das sind bei Jakob 7,5 Punkte und du, Marcel, du hast auch wieder die 9 Punkte gezückt. Lustiger Fun Fact, Flotsam & Jetsam, das sind übrigens die beiden Namen von der Hexe Ursula aus Ariel die Meerjungfrau. So heißen die beiden Aale. Was du nicht das alles weißt. Allgemeinbildung. Hier nichts mit Alchemie und so. Hier Disney. Disney, Popkultur und auf der anderen Seite. Also Flotsam & Jetsam mag ich seit vielen Jahren unheimlich gerne. Ist einer meiner favorisierten Thrash-Metal-Bands. Auch ein persönlicher Hintergrund. Die hatten ein ultra hässliches Artwork mit When the Storm Comes Down von 1990. Und darum habe ich mich in den früheren Jahren nie mit Flotsam & Jetsam beschäftigt. Und da habe ich die, ich glaube, das war 2010, auf dem Metropole Ruhr Festival in Oberhausen live gesehen. Da hat es mich komplett umgehauen. Da haben sie überwiegend Songs von der No Place for Disgrace und Doomsday for the Deceiver, also von den ersten wirklich beiden legendären Alben gespielt. Und das war absolut geil. Und seitdem verehre ich und liebe ich diese Band sehr, denn auch Alben wie The Code oder Ugly Noise haben ihre Glanzmomente. Und Blood in the Water ist ja jetzt, wie gesagt, das neue Album. Album Nummer 14 steht für mich jetzt schon auf einer Stufe mit dem eh schon extrem starken The End of Chaos. Wo der Vorgänger aufgehört hat, fängt Blood in the Water nahtlos an. Und Eric A.K. ist ohnehin einer der besten Sänger seines Fachs. Der singt heavy, melodisch, facettenreich und bekommt sämtliche Tonlagen wirklich mühelos hin. Zudem hat die Platte instrumental alles, was einfach eine gute Flotsam & Jetsam Platte ausmacht. Zwingendes Riffing wie in A Place to Die oder Waltz. Wirklich großartige Melodien wie in Brace for Impact oder Too Many Lives. Und ja, so diese leicht progressiven, vertrackten Züge, aber ohne dass es zu kompliziert wird. Kein einziger musikalischer Ausfall, ein Album, der von der Qualität her wirklich von vorn bis hinten gleich bleibt und einen ziemlich druckvollen Sound hat. Hits klar sind Burn the Sky, das was ja auch schon vorher bekannt war, Wicked Hour und Dragon mit sehr effektiven Refrains. Und als i-Tüpfelchen, diese Atmosphäre, kalt, aber im Sinne von cool wie eine Hundeschnauze. Und trotzdem kommt dieses wohlig warme Flotsam & Jetsam Gefühl auf. Also ein ganz, ganz tolles Album und für mich zu Recht auf Platz 1. Das war auch das Album, auf das ich mich in diesem Monat am meisten gefreut habe. Cool wie eine Doro-Schnauze. Ganz cool war das. Gefällt mir. Wie cool fandest du das denn? Im Prinzip sagst du ganz viel Richtiges. Es ist erneut feiner Thrash, dieser ja Urgesteine, muss man sagen, der aber überhaupt nicht angestaubt klingt. Es ist ein sehr modernes Klangbild, sehr wuchtig, ein transparenter Sound. Und es schlägt wirklich in eine ähnliche Kerbe wie der Vorgänger, The End of Chaos, das höre ich ganz ähnlich wie du. Ja, und Brace for Impact ist für mich so der Mittelpunkt oder auch ein bisschen Highlight dieses Albums. Das zeigt, dass Flotsam auch wirklich mit Album Nummer 14 noch viel zu sagen hat. Hingegen finde ich die Halbballade Cry for the Dead, die funktioniert nicht so richtig. Generell brauche ich von Thrash-Metal-Bands eigentlich keine Balladen. Naja, ist ein anderes Thema. Und auch A Place to Die und Waltz gewinnen mit ihrem Galopp-Rhythmus bestimmt keinen Preis für die Originalität. Aber es sind nette Banger. Aber wer bei Burn the Sky oder Wicked Hour oder Dragon noch still sitzt, dem ist wirklich nicht zu helfen. Es ist auch eine tolle Gesangsleistung. Besonders aber, muss ich sagen, gefällt mir die Abmischung des Basses in den Gesamtsound, der dadurch sehr organisch wird. Auf Länge schleicht sich aber eine gewisse Gleichförmigkeit ein. Ich kann aber gut verstehen, dass Blood in the Water den SC-Sieg eingefahren hat. Denn es geht im Prinzip so in die gleiche Thrash-Riegel zusammen mit Necronomicon, Artillery oder Angelus Apatrida, die wir schon hatten. Ja, es ist wieder ein altherren Thrash ganz vorne, aber wer kann, der kann halt, ne?
Und sie können ja seit 1981, von daher ist das völlig in Ordnung. Genau. Und auf dem ersten Album hat ja auch noch ein gewisser Jason Newsted gespielt. Nicht zu verheimlichen, genau. Insofern herzlichen Glückwunsch dieses Mal in die USA zu Flotsam & Jetsam. Ein großer Name auf dem obersten Treppchen, auf dem Podium ganz oben. Das heißt, wir gucken jetzt weiter nach unten. Wir machen jetzt weiter mit Platz 23 und den belegt die Band Frost oder vielleicht muss man auch sagen Frost Star, denn zum Bandnamen dazu gehört eben ein Sternchen, ein Asterisk, heißt dieses Ding übrigens. Was du nicht alles weißt. Sprachwissenschaftlerin. Jetzt konnte jeder von uns dreien schon einmal klug scheißen. Ja. Wir sind richtig klug mit Kalten. Der intellektuellste Metal-Podcast. Europas, mindestens. Wenn nicht sogar Deutschlands. Genau, das Album heißt Day and Age. Erscheint, beziehungsweise erschien am 14. Mai. Und die Band kommt aus Großbritannien, macht Progressive Rock und wurde 2006 gegründet. Day and Age ist das 6. Album der Band. Und ja, ich denke schon, dass man von Band sprechen kann, auch wenn Jem Godfrey so der Kopf der Band ist, der eben für Songwriting verantwortlich ist, der, glaube ich, auch des Öfteren mal das eine oder andere Instrument, also er ist Multi-Instrumentalist, das heißt, wenn mal irgendwo jemand fehlt, kann er wahrscheinlich einspringen, zumindest für die Platte. Und er macht, glaube ich, auch die Produktion für die Musik. Seit Bandgründung gab es schon den ein oder anderen Line-Up-Wechsel. Und ja, Jem Godfrey ist dann eben der beständige Pol in dieser Band. Es gibt zum Titeltrack Day and Age ein sehr cooles Comic-Video, in dem Schweine eben so agieren wie Menschen, also so einen Alltag durchleben und der Tag ist immer gleichförmig, also jeder Tag im Jahr, Day and Age, ist all the same sozusagen. Es ist sehr sehenswert. Wer die Musik von Frost Sternchen mag, sollte übrigens unbedingt mal in Slaves to Fashion reinhören, weil das so in eine sehr ähnliche Richtung geht, also an die haben die mich sehr erinnert. Und ja, ich muss sagen, Jakob 7 Punkte, Marcel 5. Ich hätte aber von dir, Jakob, eine höhere Bewertung erwartet. Oder ist dir da zu wenig Schlagzeug drauf? Ja, zu wenig Schlagzeug. Ja, ein bisschen vielleicht. Also ich finde, wenn ich sehe, dass ich ja schon mit meinen 7 Punkten die zweitbeste Note gegeben habe, finde ich das eigentlich ein bisschen unfair. Also so schlimm ist es nicht. Aber es ist recht beschaulich, muss ich sagen. Ja, also es ist ein wunderschönes Prog-Album für unter den Kopfhörern. Es ist zum Zuhören. Die Musik ist nicht aufdringlich und fordert auch nicht heraus. Also es ist kein quirliges Prog-Album oder so. Es ist aber totale Qualitätsarbeit und es ist einfach schön zu hören, wie sich es entwickelt, was passiert als nächstes. Wie eine Geschichte, finde ich. Eine Musikgeschichte. Das ist wirklich ganz, ja, entspannt, relaxend, einfach auf dem Sofa liegen und zuhören. Wie ich bereits sagte, es ist etwas beschaulich. Ich mag es gerne ein bisschen turbulenter, weshalb mir auch hier der letzte Kick fehlt mit meinen 7 Punkten. Wie du richtig gesagt hast, es ist fast die beste Bewertung, die du vergeben hast. Einen halben Punkt mehr hat noch Walter vergeben mit 7,5 Punkten. Aber sonst bewegt sich das alles so um die 6, 6,5 oder eben, wie im Fall von Marcel, 5 Punkte. Genau. Dazu eine kleine Frage an mein Lieblingsfroststernchen Jakob. Magst du eigentlich Genesis? Ja, einiges. Ja. Ein paar Sachen, die so im Radio rauf und runter laufen, kann man nicht mehr hören, aber gibt viele tolle Sachen, ja. So inhaltlich, ne? Inhaltlich ist Genesis ja voll die Black-Metal-Band mit There are too many people making too many problems. Ne? Wenn man sich die Lyrics mal anguckt, kannst du auch erste Sahne auf ein Black-Metal-Album packen. Eigentlich schon, so Phil Collins mit dem Corpse-Paint, das hätte was. ich frage deshalb, weil für mich Frost, ich nenne sie jetzt einfach mal Frost, für mich oftmals wie nach einer B-Version von Genesis klang. Speziell, wenn man sich The Boy Who Stood Still oder Skywards anhört. Zu Recht poppig, geht schnell ins Ohr, hat dort aber allerdings keinen allzu längeren Mehrwert. Als ich den Namen gehört habe, hatte ich Erwartungen an Black Metal und dann kam eben diese Prog-Überraschung. Leider ging der Groß der Songs, ja, wie gesagt, schon links ins Ohr rein, rechts wieder raus. Das Album habe ich schlichtweg nicht verstanden. Ich vermisse da einfach den roten Faden, so diese Geschichte, die erzählt wird, die langsam aufgebaut wird. Für mich
klangen die Longtracks, also Day and Age und Kill the Orchestra, recht langatmig und künstlich in die Länge gezogen, fast schon erzwungen. Und in dem Sinne ist Day and Age leider für mich nicht das Gelbe vom Progressive Rock-Ei. Klingt nachvollziehbar. Ich habe mir bisher nur einen Song anhören können, der mir gut gefallen hat. Aber wenn das ganze Album relativ gleichförmig klingt, dem Jakob vielleicht widerspricht, vielleicht auch nicht. No, nee, finde ich halt, ich finde, das entwickelt sich. Ich höre das wirklich, ich höre halt diese Geschichte, die Marcel fehlt. Also ich finde, das hat schon eine Entwicklung. Und ich denke aber, dass der Peter Kubasch, unser Chefredakteur, der das Review dazu macht, da noch eine höhere Note greift, kann ich mir vorstellen. Der hat gar nicht mitgesoundcheckt diesmal, ne? Stimmt, war eine etwas andere Crew. Allerdings muss ich sagen, wenn wir noch einmal kurz zu Frost Sternchen gehen wollen, das Cover ist, finde ich, eines der gewöhnungsbedürftigsten. Das ist ein bisschen schade irgendwie. Also ich weiß, bestimmt steckt da voll so die Idee dahinter. Aber so auf den Blick, finde ich, würde mir das jetzt nicht nach Cover kaufen eigentlich. Da würde ich denken, was ist das denn? Ach, diese Männer mit den Megafon. Die sich gegenseitig, ja, irgendwie, weiß nicht. Irgendwie voneinander weg, ne? Ja, ja, die voneinander weg, ohne Augen irgendwas rauszurufen, ja. Da gibt es jetzt allerdings auf den anderen beiden letzten Plätzen ein Album, das ich mir wirklich nur aufgrund des Artworks zulegen wollen würde. Aber dazu gleich mehr. Sprichst du etwa von Bala? Nein. Aber wie jetzt? Wir sind auf dem 24. Platz, Bala mit dem Album Malesa, das am 14.05. erschienen ist. Und ich kannte diese Band tatsächlich schon vorher. Die haben nämlich am 5. März ein Video veröffentlicht zusammen mit dem Song No Oi. Und das Video ist tatsächlich ziemlich cool und die Musik, ja, kann man machen. Also die Band kommt aus Galicien, die singen auch auf Spanisch. 2013 gegründet. Das Besondere ist, die Band besteht nur aus zwei Mitgliedern, nämlich der Gitarristin und der Schlagzeugerin. Beide steuern auch die Vocals bei. Und die gehen musikalisch so ein bisschen Richtung Stoner Rock und Grunge. Und wenn man das ja sich vor Augen führt, dann passt das auch ganz gut. Also dann machen sie in dieser Musikrichtung ihre Sache auch gut. Inzwischen auf dem 3. Album. Die Vocals sind sehr interessant. Hauptsächlich oder die Hauptsängerin ist Angela Baltar. Und die shoutet ziemlich dreckig in Thrash-Metal-Manier, aber manchmal geht es auch ganz rockig zu. Eine ganz interessante Mischung hier. Ihr seid von eurer Bewertung her beide ziemlich weit unten, Mitte unten, Mitte oben eigentlich verortet, aber sehr dicht beieinander. Marcel hat 5,5 Punkte vergeben. Jakob, bei dir sind es 6 Punkte gewesen. Jo, Bala. Ich kann sie nicht vorher. Es ist ein starkes Frauenpower-Duo, wie du schon gesagt hast. Es besteht nur aus der Gitarre, Angela spielt und Schlagzeug. Angela Baltar. Alles klar. Und Schlagzeug Violetta. Es ist wild, wütend, energetisch, von Punk über Grunge bis Stoner ist viel zu hören. Die Sprache ist primär Spanisch, genau, was aber gut passt, finde ich. Diese harte Aussprache ist so, die passt da richtig gut, finde ich. Einen großen Respekt gebührt der Schlagzeugerin, die es tatsächlich schafft, auch mal etwa in Song X den Hauptgesang zu übernehmen. Da kann ich aus Erfahrung sprechen. Es ist nämlich irre schwer, als Schlagzeuger oder Schlagzeugerin nicht nur einfach irgendwie Hintergrundgeschrei oder so beizusteuern, sondern wirklich länger, weil man muss da wirklich mit dem Atem das richtig üben. Ne? Das ist nicht einfach. Und du brauchst die Körperspannung, richtig, genau. Ne? Also du musst ja einerseits dich bewegen mit deinen Gliedmaßen und zum Singen als Sängerin, kann ich das sagen, brauchst du eine gewisse Spannung in der Körpermitte, die wahrscheinlich beim Schlagzeugspielen auch ein bisschen schwieriger zu halten genau, ist. Genau, also von daher. So wie bei Phil Collins. Genau. Ich mag den Approach von Bala, doch es fehlt den Songs an Substanz, worunter der Hörspaß etwas leidet. Weshalb ich hier nicht so hoch benoten kann, wie ich nach den ersten 2-3 Songs eigentlich wollte. Wer die besagten Stile, die ich genannt habe, aber mag, muss hier mal Nein hören. Denn interessant und mal was anderes bietet Bala auf Malesa auf jeden Fall. Oder Marcel? Ja, ich habe mich bei dem Album so ein bisschen Bala Bala gefühlt. Nein, Spaß beiseite. Ich fand es anstrengend zu hören.
ob es jetzt nur am Spanischen lag oder dem recht überfordernden Stoner Heavy Rock Grunge Mix. Ich weiß es nicht, aber Maletha ging etwas an mir vorbei. Darum auch nur 5,5 Punkte. Ich hätte den Damen gern eine höhere Punktzahl gegeben, weil Angela und Violetta wirklich gut miteinander harmonieren, aber die Musik, die erreicht mich einfach nicht. Und ich finde es auch mit 24 Minuten einerseits teilweise viel zu lang, objektiv betrachtet. Subjektiv betrachtet bin ich dann aber froh, wenn es dann auch ein bisschen schneller vorbei ist, als wenn es jetzt irgendwie 60 oder 70 Minuten lang so gegangen wäre. Stellenweise dann doch ein bisschen überlastend, zu viel des Guten gewollt und der rote Faden, ihr wisst, der rote Faden ist für mich halt sehr wichtig. Es gibt wirklich ein paar sehr, sehr gute Momente, wie beispielsweise in X mit einem sehr hohen Level an Energie. Aber da werden diese halbwegs geglückten Momente nicht konsequent ans Ziel gebracht. Ich finde allerdings diese nach uns die Sinnflut-Mentalität der Damen sehr angenehm, aber mir fehlt bei dem Album schlicht und ergreifend zu viel, um auch die höheren Früchte am Notenbaum den Damen zur Verfügung zu stellen. Wie lang ist das Album? Was hast du gesagt? 24, 25 Minuten. Krass. Achso, das, okay. Das ist noch nicht mal Rain in Blood. Das ist ja eigentlich EP-Länge eher, ne? Ja. Ja. Hm. Also, oder eine Songlänge bei diversen Doom, Progressive, was weiß ich, Bands. Bei Rhapsody of Fire könnte das durchaus auch mal vorkommen. Zumindest bei Luca Turilli gibt es einen Song, der 20 Minuten. Ja, haben sie öfter. Der letzte Song ist meistens sehr lang. Ja. Auf Anhieb würde mir auch noch Venom einfallen mit At War with Satan. Der war doch auch irgendwie so 24 Minuten lang oder so. Oder The Greatest Show on Earth von Nightwish ist auch großartig, ja. 20 Minuten. Transatlantic Kinnas. Über eine, was war das, 70 Minuten? The Whirlwind zum Beispiel. Ja, aber auf jeden Fall, diese kurze Spielzeit steht dem Album dann, glaube ich, doch ganz gut, weil es sehr zackig zur Sache geht, zumindest auf den Songs, die ich mir bisher angehört habe. Und so macht es am Ende dann doch irgendwo Sinn, nicht zu so einer langen Spielzeit zu greifen. Ich glaube, das würde dann doch irgendwann anstrengend werden. Anstrengend könnte man vielleicht auch zum letzten Platz sagen. Zu Platz 25. Metal Cruelty mit Hill to Die Upon. Erscheint am 28. Mai. Metal Cruelty kommen aus Karlsruhe, 2014 gegründet, und sie spielen Brutal Deathcore. A Hill to Die Upon ist das dritte Album. Und Deathcore, wenig überraschend, gehen sie in Richtung Lorna Shore, kommen da aber nicht so ganz ran, wie ich finde. Es ist sehr technisch frickelig, sehr vertrackt, brutale Vocals. Und trotzdem haben sie ein paar Synthes im Hintergrund, was der Härte der Musik keinen Abbruch tut, aber ihr ziemlich gut steht. Es sind ein paar krasse Breakdowns drin und teilweise, was ich sehr spannend finde, was eben Lorna Shore auch ganz gerne machen, das Tempo wird manchmal super langsam und das bringt dann nochmal eine extra Note rein. Im Fall von Metal Cruelty vielleicht nochmal öfter, nur um danach wieder das Tempo richtig anzuziehen. Nebenbei hören ist, glaube ich, ein bisschen blöd bei dem Album. Könnte schwierig werden. Jakob, du hast 7 Punkte gegeben. Marcel, bei dir sind es 6 Punkte gewesen. Genau, aber der Monatspreis für das schönste Artwork geht dann wirklich an A Hill to Die Upon. Mhm. Das Artwork zeigt am unteren linken Bildrand ein Lagerfeuer, aus dem eine Art Dämon herauskommt. Und dies gelegen in einer Wald- und Berglandschaft, wie ich finde, ein sehr, sehr geschmackvolles Artwork. Wir haben bei Mental Cruelty eine sehr düstere Atmosphäre, ein düsteres Konzeptalbum, das ziemlich hart und krachend ist und laut Band auch einen apokalyptischen Hintergrund hat. Insofern passt die Musik durchaus, da sie auch sehr hart und stellenweise kompromisslos ist. Allerdings wirkt das Album auf mich etwas unstrukturiert. Ich denke, da wollte die Band einfach zu viel in ihren Sound einbringen und ich kann Deathcore ohnehin nicht sonderlich viel abgewinnen, weil grundsätzlich Hektik dort für mich eine ganz große Rolle spielt, für mich eine zu große Rolle. Und diese typisch gutturalen Vocals zusammen mit den Pick-Squeals sind gar nicht meins. Wenn man die weggelassen hätte, dann wäre auch die Atmosphäre richtig gut aufgekommen. Insofern haben die Jungs noch ein bisschen Luft nach oben, wenn man ein paar Zutaten weniger an diese Blackened-Deathcore-Suppe getan hätte. Oder wie siehst du das, Jakob? Ja, ich darf ja auch das Review dazu schreiben. Ja, das wundert mich jetzt nicht. Ja, ich finde erstmal toll, dass überhaupt Deathcore im Soundtrack auch vertreten ist. Ich habe schon erwartet, dass es auf den letzten Platz kommt. Wobei ich auch nicht alles super finde, ne? Also, seid ihr bereit? Gut. Hau raus. Erstmal war ich überrascht, als ich gelesen habe, dass Mental Cruelty aus Karlsruhe kommt, nicht etwa aus den USA.
Denn A Hill to Die Upon tönt in allen Facetten total amerikanisch. Genau, Pia, wie du gesagt hast, es ist schon das dritte Album mit einem, ja, finde ich auch auffälligen Cover von Adam Burke gemalt. Den kennen, ich denke mal, so, wer sich für Cover interessiert im Metal-Bereich, kennt den auf jeden Fall. Der hat sehr viel anderes schon gemalt. Also es ist wirklich gemalt, finde ich auch toll und muss man auch mal lobend erwähnen, dass Bands noch, ja, Künstler engagieren, um sowas zu machen. Oder bestehende Bilder abkaufen, ne? Das gibt's ja auch. Haben wir in der Folge mit Niklas Sundin. Richtig. Von Mitochondrial Sun gelernt. Genau. ja, wir haben es hier mit einem musikalisch sehr dichten, technischen, ja, diabolischen und auch trotzdem atmosphärischen Album zu tun, das den Hörer gemäß dem Motto mehr ist mehr zu jeder Zeit fordert. Also nebenbei hören, hast du recht, Pierre, geht gar nicht. Nebst den schönen, wirklich teils neoklassischen Soli, etwa Ultima Hippocratica, muss ich noch das Drumming von Danny Strasser hervorheben, der wirklich einer Krake gleich die Kessel bedient und kaum einen Takt lang das Gleiche spielt. Auch die dezenten Synthi-Flächensounds finde ich toll und die symphonischen Einschübe sind gelungen. Und dieser schwarzmetallische Touch, der finde ich hat was. Und ist eine sehr interessante Zutat. Und ich finde, dadurch sind Songs wie Abaddon oder Eternal Eclipse oder der Titeltrack in einigen Momenten nicht ganz weit weg von einer Band wie Dimmu Borgir. Auch wenn im Vergleich der Einsatz der Streicher natürlich nicht so dick aufgetragen wird, ne? Aber trotzdem finde ich, ist so ein bisschen so die Grundatmosphäre manchmal ähnlich. Ich hatte manchmal den Eindruck so, jetzt keift gleich Chakra. War dann aber nicht so. Ja, es gibt spannende Details zu hören, sei es meine Akustikgitarre, mal tolle Harmonien in der Gitarre oder ein Schlagzeug-Fill-In, das irgendwie einen Übergang klug einleitet. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich irgendwas zu suchen, um sich daran festzuhalten, da es keine gewohnten Strukturen gibt. Und eins ist aber gewiss, es gibt auf jeden Fall Breakdowns noch und nöcher und die sind teilweise richtig heftig, wie Death Worship, wo, wie du Pia auch schon richtig gehört hast, wo dann das Tempo mal so massiv zurückgenommen wird. Das hat schon einen coolen Effekt. Das macht mir alles viel Spaß, wenn man hört. So, jetzt kommt das große Aber. Was mir die Suppe leider ein bisschen mehr versalzt, als ich angenommen hätte, ist der Gesang. Nicht falsch verstehen. Der Lukas Schmerler heißt er, ist ein enorm facettenreicher Sänger, der die Kunst des Schautens, würde sagen, fast perfekt bedient und sämtliche Register des Extreme Metal zieht. Mein Problem ist aber, dass er tatsächlich ja zu viel Text hat. Die Musik wird unter dieser schieren Textmasse begraben. Am meisten Schwierigkeiten, da muss ich meinen Kollegen Herrn Rath zustimmen, bereitet mir aber vor allem eine Gesangstechnik, die ich länger nicht mehr gehört habe, Pig Squeals. Auch als Bree Sound bekannt. Großartig. Ich kann sowas nicht hören. Ich weiß es nicht. Ich mag wirklich fast jede Art extremer Gesangsstile, doch es sollte zumindest sich entfernt nach Wörtern anhören. Nein. Vielleicht bin ich mit meinen Mitte 30 Jahren zu alt dafür, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass die Messlatte für Deathcore-Bands, seitdem es eine gewisse Band namens Humanity's Last Breath gibt, enorm hoch ist. Und auch das aktuelle Album von Humanity's Last Breath, Felde, was ich schon 10.000 Mal besprochen habe hier, ist weiterhin für mich im Moment uneingenommen der Thron im Genre. Aber A Hill to Die Upon ist dennoch ein Album, das man als Freund extremer Töne wirklich mal gehört haben sollte. Ich widerspreche dir in einem Punkt und stimme dir gleichzeitig in fast dem gleichen Punkt zu. Aha. Vocals im Deathcore. Es sollte nicht zu viel davon geben. Sie können aber gerne so klingen, dass man nicht mehr heraushört, dass es ein Mensch ist, der dort Töne von sich gibt. Denn ich finde so, das Instrument, das am allerunwichtigsten ist im Deathcore, ist der Gesang. Den kann man auch gerne weglassen. Ich habe ja Lorna Shore schon erwähnt, die haben ihr Album Immortal auch als Instrumentalversion rausgebracht. Großartig. Der Gesang bei Deathcore ist ja eher ein Rhythmusinstrument und weniger ein melodiegebendes, wie es in vielen anderen Musikstilen der Fall ist oder in allen Musikstilen außer Metal. Da kommt es bei ja, Death Metal oder anderen extremeren Spielarten auch mal vor, häufiger vor, dass der Gesang ein rhythmusgebendes Element ist. Bei einer Band wie Mental Cruelty, die sehr rhythmisch ist, sehr viele Rhythmuswechsel auch hat,
kann ich mir gut vorstellen, ich habe das Album noch nicht in Gänze gehört, dass es einfach überfrachtet, wenn zu viel Gesang drauf ist. Und es ist auch immer die Frage, wie mische ich es am Ende ab? Also setze ich dann doch den Gesang in den Fokus, wie man es bei melodiösem Gesang macht, oder lasse ich den als Teil des Ganzen stehen und setze vielleicht die Leadgitarre in den Fokus, was aus meiner Sicht Deathcore-Bands wesentlich besser steht, wenn man eben ja den Gesang dann auch als Rhythmusinstrument behandelt und nicht ein Rhythmusinstrument nach vorne stellt, wie man es mit einem melodiegebenden Instrument macht. Das hat mich auch sehr verwundert bei dem Video von Lorna Shore zum Song Death Portrait, denn da sieht man fast die ganze Zeit nur den Sänger. Und ich habe mir dieses Video angesehen und dachte, ich will die Hände des Gitarristen sehen, ich will die Füße des Schlagzeugers sehen, aber die allerletzte Person, die ich sehen möchte, ist der Sänger. Oh, die armen Sänger. Insofern, ja. Nein, es ist ein wichtiges, impulsgebendes Element innerhalb der Musik, aber man sollte es nicht mit Gesang übertreiben im Deathcore. Da hast du meine vollste Zustimmung. Alles klar. Zum Glück. Das waren die vorderen fünf, die letzten drei. Es gibt aber auch noch zwei Alben, ich habe es ja schon angekündigt, die euch in der Mitte es euch angetan haben. Und zwar, Marcel, bei dir ist es die Hellrider mit The Devil is a Gambler. Erscheint am 28.05. Marcel, bei dir sind es 8,5 Punkte gegeben, Jakob hat 6 Punkte vergeben. Es ist das Debütalbum einer deutschen Heavy-Metal-Supergroup, die sich 2020 dann auch als Band formiert hat. Und ja, bevor du loslegst, Marcel, wer ist da eigentlich so Mitglied? Genau, wir haben zum einen die beiden Gravedigger-Mitglieder Chris Boltendahl und Axel Ritt. Also zum einen den Gesang und die Gitarre. Dann haben wir den Steven Wusso von Auden Ogen und ehemals Xandria am Bass und Timi Breideband von Gregorian, der aber auch damals bei Bonefire oder Freedom Call gespielt hat, am Schlagzeug. Und wie ist das Album? Das Album, das ist tatsächlich sehr gut geworden. Also klar, es gibt natürlich ein paar Redaktionskollegen, die bei den Namen Boltendahl und Gravedigger so ein bisschen mit den Augen rollen. Ich empfinde allerdings Gravedigger generell als sehr, sehr zugängliche Band. Die Jungs, die haben ja vor genau einem Jahr mit Fields of Blood schon ein Album veröffentlicht, was ich sehr gut fand. Ja, und dann haben sich Boltendahl und Ritt einfach mal gedacht, alles klar, wir nutzen die Corona-Zeit, wir nutzen die konzertfreie Zeit, um einfach mal eine neue Band an den Tag zu bringen. Und ja, die haben dann eben mit dem jetzt spielenden Teufel ein Album veröffentlicht, was ich sehr gut finde. Es gibt natürlich auch, klar, aufgrund des Gesangs und aufgrund des typischen Ritschen Riffs, auch die ein oder anderen Parallelen zu Gravedigger. Allerdings, während Gravedigger so ein bisschen in diese epischere Richtung geht und alles ein bisschen sauberer gespielt, ist Hellrider ein bisschen dreckiger. Das ist noch ein bisschen mehr die Quintessenz vom Heavy Metal, vom Hard Rock. Eine Spur weit geradliniger, bisweilen sogar rauer. Und dazu passt einfach Boltendahls Stimme hervorragend. Und das sind eben diese Ecken und Kanten, an denen man sich auf The Devil is a Gambler gut festhalten kann. Wie beispielsweise dem flotten Sacrifice in Paradise oder das wirklich hundsgemein fies rockende Titellied. Das sind sehr, sehr gute Beispiele, wie Songs nach kurzer Eingewöhnungszeit auch wirklich sehr, sehr gut ins Ohr gehen. Ja, und die Höllenfahrt geht weiter mit Jekyll and Hyde sowie dem stark rhythmischen Chainsaw Lily. Ist vielleicht die kleine Schwester von Chainsaw Charlie, man weiß es nicht. Aber auch Songs wie I Died For You oder Passion Maker, also Songs, die noch am ehesten an Gravedigger erinnern, die bringen in die Platte sehr, sehr viel Dynamik. Und diese ganzen Querverweise stehen dem Album generell sehr gut. Einzig das abschließende Bonusstück I Don't Wanna Die, das will absolut nicht zünden, das gefällt mir nicht. Aber sei es drum, diese Riffs von Ritt, die Dynamik und als Topping diese typischen Boltendahlschen Vocals, als Grundpfeiler dieses guten, straighten und rauen Schwermetall-Albums, ja, die machen eben Hellrider zu einer sehr guten Anlaufstation für rauen Heavy Metal, wie er 2021 nicht ganz so häufig klingt. Ein Album mit Vehemenz, Spielfreude und dem ein oder anderen Hit hinterlistig treten sie dem Coronavirus in den Hintern. Mir gefällt's.
Ein Album, das Jakob sehr gut gefällt, ist am Ende auf Platz 19 gelandet. Das ist Vola mit Witness, das am 21.05. rauskommt. Vola ist eine Band aus Dänemark, 2006 gegründet. Marcel, du hast 7 Punkte gegeben, Jakob, du hast 9 Punkte gegeben. Und zu Witness ist zu sagen, das Album hat ein Konzept, das mir recht komplex erscheint. Aber Jakob, du hast dich wahrscheinlich näher damit beschäftigt. Ja, also die einzelnen Songs haben alle, klar, erzählen die alle eine Geschichte und die sind relativ ähnlich, das stimmt, die Geschichten. Aber das ist so ein zusammenhängendes, also ist es als Konzeptalbum deklariert? Das wäre mir tatsächlich neu. Nicht als Konzeptalbum, nur dieses Konzept ist in diesen Songs drin. Also dass jeder Song, so wie ich es verstanden habe, die Geschichte einer dieser Personen erzählt und die alle ähnliche Dinge erlebt okay, haben. Ja, alles klar. Ich hoffe, ich gebe es richtig wieder. Ansonsten schreibt mir eine Mail, pia@pommesgabel-podcast.de. Seid ihr bereit für den längsten Monolog in der Podcast-Geschichte? Yes. Nein, so schlimm wird es nicht. Ich versuche das kurz und knackig zu machen. Aber es gibt da wirklich viel zu sagen zu. Ach, es gibt wenige Bands, die vom ersten Album an wirklich so einen derart eigenen Sound feiern und verzaubern und begeistern können. Ich finde, auf seelischer und körperlicher Ebene, sage ich mal, wie dieses Quartett. Genau, Pia, hast ja schon einen kurzen Abriss gegeben. Das Debütalbum In Mazes wurde 2016 von Mascot Records ja nochmal neu aufgelegt. Und das war noch ein relativ, wie soll ich sagen, ein Album, das relativ gentlastig war, allerdings bereits mit einer Fülle an Melodien, die das damals schon sehr besonders gemacht haben. Und das zweite Album hieß dann Applause of a Distant Crowd 2018 und hier entledigte sich Vola fast komplett der harten Staccato-Sounds, die sie vorgefahren haben und veröffentlichte hier ein Album, das eher Prog-Rock war und sehr sphärisch und künstlerisch war. Allerdings muss ich sagen, als ich das ja 2018 gehört habe, war ich erst ein bisschen enttäuscht, aber das ist echt gewachsen, das Album, muss ich sagen. Und was ich halt spannend finde, ist jetzt, dass Witness im Prinzip eher das Album ist, was man nach In Mazes erwartet hätte. Denn es ist im Prinzip, ja, wie soll ich sagen, führt es In Mazes ein bisschen weiter. Also, ich erkläre das mal. Also, es schlägt härtetechnisch, denn eher in die Kerbe des Debüts. Doch man hört zeitgleich deutliche Spuren von dem Nachfolger Applause of a Distant Crowd. Denn die neuen Tracks sind allesamt trotz ihrer Vielfalt und dynamischen Komplexität sehr kompakt und gut verständlich. Ich finde, die ersten drei Songs sind für mich bisher das Eröffnungstriple des Jahres. Straight Lines, Head Mounted Sideways und 24 Light Years. Die wurden auch alle als Singles mit sehr ja, anschaulichen Videos veröffentlicht. Und bereits nach kurzer Zeit wird hier deutlich, dass Vola anno 2021 die perfekte Balance aus Härte, Melodie und Atmosphäre schafft. Es gibt wieder vertrackte, gentige Grooves, kühle, futuristische Synthi-Sounds, dem gegenüberstehen wärmende Melodien und eingängigen Refrains. Das verbindende Element ist Sänger und Gitarrist Asger Miegend, der mit seiner glasklaren und tief schürfenden Stimme wirklich, ja, wie soll ich sagen, dem Album einen eigenen Stempel aufdrückt und der Musik schon seit dem Debüt halt. Das nächste Highlight nach diesem Eröffnungstriple, das folgt schon auf Schlag und zwar heißt es These Black Claws und ist mit einem Feature von Rapper Shaman, wo man erst denkt, Rap, scheiße, mag ich nicht. Nein, hört euch das mal an. Das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ist ein genialer Crossover aus wirklich monströsen Riffwänden, düsteren Melodien und elektronischen Beats. Super Song, einer meiner Highlights diesen Jahres auf jeden Fall. Dann gibt's noch einen Song wie Freak, der mit Akustikgitarren und großen Klanglandschaften zum Schwelgen einlädt. Dann Napalm ist ein Song, der vielleicht ein bisschen abfällt, aber dann kommt Future Bird und das ist einer der besten Songs von Vola, muss man einfach sagen. Und Stone Leader Falling Down ist ein Song, der einer der Szeneband überhaupt verdammt nahe kommt. Die Sprache ist natürlich von Meshuggah, was als großes Lob gemeint ist. Und Inside Your Fur ist der letzte Song und rundet das Album mit einem ausladenden Endpart perfekt ab. Also ich finde, hier ist wirklich klar, dass die Herren von Vola mit Witness ihr perfektes Album veröffentlicht haben. Es ist modern, aber auch irgendwie ein bisschen retro mit diesen Synth-Sounds. Es ist heavy, es ist melodisch, es berührt und macht einfach total viel Spaß.
Also für mich ist Wohler eine der spannendsten Bands im modernen Prog. So, alle eingeschlafen? Nee. Ich bin wach. Und deshalb tun mir diese 5,5 Punkte im Soundcheck wirklich weh. Aua. Aber meine Güte, so ist das. Wer ist denn so grausam gewesen? Michael und Walter und Mario. Vielleicht dreimal die Watsche abgekriegt. Das ist echt. Ja. Was fehlt denn zu den 10 Punkten? Zu 10 Punkten? Was fehlt zu 10 Punkten? Das ist schwer zu sagen. Es sind nicht Humanity's Last Breath. Genau. Nein, ja, die haben zwar, beide haben zwar diesen Gen-Sound auch ein bisschen inne, ne? Oder auch ein bisschen mehr, aber bewegen sich ja doch am anderen Ende dieses Spektrums. Ne? Wohler hochmelodiös und Humanity's Last Breath derbe brutal. Ja, aber beides kann ich abfeiern. Bei was mir zu 10 Punkten fehlen würde, ja, vielleicht gar kein Ausfall. Wie gesagt, Napalm rutscht ja ein bisschen ab. Und zusätzlich zu dem, ja, vielleicht gar kein Song, der abfällt, würde ich auch noch sagen, dass mir irgendwie so ein Longtrack von Wohler sehr gefallen würde. Die Songs sind alle relativ kompakt, so 4-5 Minuten. Und da fehlt ja 20 Minuten. Genau, da haben wir ihn wieder. Ja, da finde ich ein bisschen, da dachte ich immer, oh Mann, der Song ist gleich schon zu Ende, wie schade. Also irgendwie so ein Longtrack von Wohler, das finde ich mal richtig cool. Aber es kommt schon wirklich sehr nahe an die Musik, die ich wirklich total abfeiere und jeden Tag hören kann. So, ja. Das war der Soundcheck Mai 2021. Wir haben jetzt noch ein paar Alben, die nicht Teil des Soundchecks waren, auf die wir aber trotzdem gerne aufmerksam machen möchten. Und wir bleiben erstmal noch kurz in Dänemark, nämlich bei Ghost Iris, deren Album Komatos am 7. Mai erschienen ist. Und ich habe wirklich sehr lange auf dieses Album gewartet, habe mich sehr darauf gefreut, dass es erscheint. Und die Band habe ich ja auch das eine oder andere Mal in diesem Podcast schon erwähnt. Jetzt ist es da und Komatos wirkt erstmal sehr brachial, wuchtig und ungestüm. Aber Ghost Iris haben hier mit sehr viel Liebe zum Detail gearbeitet. Also es gibt immer wieder unglaublich sanfte und melodiöse Passagen, nur um dann gleich wieder umzuschwenken auf Deathcore-Teile in der Musik. Und was auch sehr interessant an der Band ist, ist der Einsatz der Clean Vocals, denn normalerweise sind die Clean Vocals ja eher so der sanfte, der melodiöse Part. Und bei Ghost Iris kommt der Klagesang aber immer wieder so schlagartig rein, dass erstmal der Überraschungseffekt sehr groß ist. Aber er bringt gleichzeitig auch eine gewisse Brachialität in die Songs. Und dadurch, dass auch nicht in jedem Lied Klagesang drin ist, setzt die Band damit auch ziemlich intelligent Akzente. Das sticht besonders beim Song Desert Dread hervor. Den habe ich ja schon mal in der Trimester-Rückblick-Folge erwähnt. Und ansonsten ist Kalt mein absoluter Anspieltipp. Was noch zu sagen ist, auf Komatos darf jedes Instrument mal in den Vordergrund. Also es gibt auch Passagen, bei denen der Bass im Fokus steht. Und ja, selbiges gilt dann auch für Gitarre, Schlagzeug und natürlich auch für Gesang. Das zweite Album, das ich mitgebracht habe, steht jetzt im krassen Kontrast zu Komatos, nämlich heißt es Hyperactive, erscheint am 21. Mai und ist von der Band One Morning Left. Auch diese Band habe ich immer mal wieder erwähnt und ja, jetzt kommt Hyperactive auch endlich raus und es ist wie erwartet. Wer mehr darüber wissen möchte, wir hatten eine Podcast-Folge mit der Band und da sagen sie auch selbst, es ist eine Mischung aus Metalcore und Eurodance. Und ja, wer unseren Podcast schon länger verfolgt, weiß, dass Eurodance bei uns immer herzlich willkommen ist. Die Texte behandeln ernste Themen, obwohl die Musik an sich eher nach einer Spaßband klingt. Aber das Ziel von Hyperactive ist es, Menschen in schwierigen Phasen zu zeigen, die Musik ist für dich da und wir waren auch schon an dem Punkt, an dem du jetzt bist. Und ja, so ein bisschen Kraft geben, so ein bisschen anfeuern. Sag mal, wurde das Album relativ oft verlegt, die Veröffentlichung? Nee. Weil es ist ja schon relativ lange wirklich im Gespräch, ne? Irgendwie, ich habe Gefühl, seit Ende 20, ne? Kann das sein? Ja, die haben im Dezember 2020 den Song Neon Highway rausgebracht mit einem Video. Und die haben ziemlich konstant seitdem Musikvideos bzw. Singles rausgebracht. Deswegen sind die häufig wieder ja, nach oben gepusht. Also die hatten dann Ruby Dragon und danach Sinners Are Winners
als Video sogar dann noch, Ruby Dragon nur als Single, dann Ruthless Resistance mit einem Visualizer-Video und jetzt haben sie noch Creatures rausgebracht und ich glaube, es kommt auch noch ein Video zu Downfall. Das heißt, die haben da schon ziemlich viel im Vorfeld veröffentlicht. Ich kann mir vorstellen, dass es so ein bisschen die Marketingstrategie auch von A Rising Empire ist, weil ich das von mehreren Bands, die bei dem Label sind, so kenne, dass die recht viel vorab auch schon veröffentlichen. Spannend ist an Hyperactive auch, dass Teile des Albums bereits 2008 geschrieben wurden von dem Gitarristen und Sänger Levi Luoto. Zum Beispiel Downfall ist einer von diesen Songs. Das erzählt ja auch im Podcast, dass manche Songs oder Riffs oder Ideen schon viel länger da sind und er die einfach mal wieder rausgekramt hat und der Band mitgebracht hat und die haben es dann weiterentwickelt. Genau, und wie gerade schon erwähnt, es gibt viele Videos, die aber dann wiederum zum größten Teil lustig sind. Aber ein Blick hinter die Fassade und ein Ohr in unsere Podcast-Folge mit One Morning Left lohnt sich definitiv. Was am 21. Mai auch noch erscheint, ist die MMXX Hyper Hyper Edition von Eskimo Callboy. MMXX ist eigentlich 2020 schon erschienen und ist eine EP. Und jetzt ja, haben sie nochmal ein paar mehr Versionen von Hyper Hyper mit draufgepackt. Über die Hyper Hyper Edition habe ich im April-Soundcheck schon mal kurz gesprochen. Und jetzt, wo ich es gehört habe, kann ich sagen, dass diese neuen Versionen zum größten Teil echt genial sind. Mit Zetatio Mortis und The Bossos kriegt man mich natürlich nicht, aber der Remix von Gestört aber geil ist ziemlich gut. Und auch die sehr abgewandelte Version von dem Song von den 257ern. Dann gibt es eine Version von We Butter the Bread with Butter, die nochmal krasseren Metalcore mit reinbringt und den Abschluss macht eine Balladenversion von Axel One, was dann nochmal ziemlich gelungen ist als ja quasi Rausschmeißer oder Raustrager für dieses Album. Aber das Highlight ist natürlich die Version mit Sascha, zu der es auch ein Video gibt, das eben auch am 7. Mai erschienen ist, kann man sich also schon anschauen. Und ja, es lohnt sich definitiv, MMXX nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit zu geben. Und diese vielen Versionen von Hyper Hyper werden den Hype-Train nochmal ordentlich befeuern. So, Marcel, du hast auch noch ein Album, von dem du uns erzählen möchtest. Genau. Und zwar ist das ein Debütalbum einer Band namens Icon of Sin. Das Album heißt auch Icon of Sin und obwohl es ein Debütalbum ist, da kennt man allerdings als fleißiger YouTube-Schauer den Rafael Mendes als Sänger. Es war einmal in Brasilien ein junger Mensch, der Rafael, und der hat YouTube-Videos gemacht. Und soweit nicht außergewöhnlich, doch, nämlich sein Gesang, der klingt nämlich stark nach Bruce Dickinson von Maiden. Der hat allerdings in seinen Videos jetzt nicht nur beispielsweise Maiden gecovert, sondern auch Guns N' Roses, Megadeth, Halloween und Dragon Force, eben in diesem Bruce Dickinson Style. Und das auch sehr hochauthentisch. Also es ist jetzt keiner, der irgendwie von sich denkt, er würde jetzt wie Bruce klingen, tut es aber nicht, sondern er klingt wirklich so. Und das hat auch Frontiers Records gemerkt und hat das südamerikanische Talent mit vier weiteren sehr, sehr talentierten Musikern zusammengebracht. Und das Ergebnis ist dann eben Icon of Sin, das 13-teilige Debütalbum, irgendwo in der Schnittmenge zwischen Maiden und ziemlich schwerem, coolen Heavy Rock. Natürlich auch so ein bisschen New Wave of British Heavy Metal. Und es gibt dort sehr, sehr unterhaltsame Twin Guitars, sehr einprägsame Refrains, generell auch eine astreine Melodieführung, ein paar coole Stampfer, da mal eine Hymne. Mir gefällt das Album sehr, sehr gut. In Sachen Songwriting und epischem Ausmaß kann Icon of Sin Iron Maiden noch nicht so ganz das Wasser reichen. Aber dafür thronen eben das Titelstück, das drückende Road Rage oder auch Virtual Empire und The Last Samurai ziemlich gut drauf los. Nightbreed und The Howling sind sehr, sehr tolle Ohrwürmer. Und auch wenn, wie gesagt, dieser Platte noch so dieses gewisse Magische und Epische fehlt, kommt Icon of Sin schon ja, angenehm nah an Iron Maiden heran. Insofern ein kleiner Geheimtipp von meiner Seite aus. Veröffentlicht wurde das Album am 16. April über Frontiers Records und ja, wie gesagt, ich kann es jedem wärmstens ans Herz legen, der ja nach der letzten Maiden vielleicht ein bisschen enttäuscht war und immer noch so ein bisschen an der guten alten New Wave of British Heavy Metal Zeit hängt.
Letzte Kategorie, Lieblingslieder. Marcel, ist denn auch dein aktuelles Lieblingslied von diesem Album oder hast du noch ein anderes? Nein, in der Tat ist es mal eine Band, die ich bisher noch überhaupt nicht in unserem Podcast erwähnt habe, aber der Song The Rhymes of the Mountain geht mir überhaupt nicht mehr aus dem Kopf, nachdem mir der Song über Songpop vorgeschlagen wurde, ein sehr, sehr cooles Spiel. Und zwar ist die Band Borknagar und das Album war Winter Thrice von 2016 und der Song, ich glaube, das ist sogar der Opener, ist sehr, sehr hymnisch, sehr, sehr cool und spiegelt auch diese kalte, coole Atmosphäre von Borknagar sehr gut wider. Mein Lieblingslied ist von einer Band, die ich schon erwähnt habe, mindestens in unserer Jahresrückblickfolge, denn der ist von meinem Album des Jahres 2020 und ist von Currents. Der Song heißt Monsters und ist, ja, ein sehr genialer Song, den ich immer wieder, also der mir immer wieder im Gehirn aufploppt sozusagen, den ich ja alle paar Wochen mal wieder raushole und mir dann sehr gerne anhöre. Und insofern muss ich auch rückblickend sagen, ist The Way It Ends von Currents die genau richtige Wahl für mein Album des Jahres gewesen. Jakob, was ist dein Lieblingslied? Ja, ich muss verraten, ich habe Hyper auch sehr abgefeiert und auch die Sascha-Version. Fand ich auch ziemlich gelungen. Mit einem sehr coolen Video. Ja, das ist auch gut. Ne? Aber ich bleibe beim Original, das ich auch viel zu spät entdeckt habe. Aber das ist so gelungen und dieses Video verbreitet einfach so gute Laune. Also Hyper Hyper von Eskimo Cowboy. Oh mein Gott. Ich habe es ja erraten im Vorfeld. Das hätte ich nicht gedacht, dass es stimmt. Ja, stimmt. Döp, döp, döp. Aber du bist ja auch großer Scooter-Fan, von daher spielt das da bestimmt mit rein. Ein Minimal vielleicht, ja. Die haben auch ein neues Album. Habt ihr es mitbekommen? So halb, ja. Ja, ich auch nur so halb. Aber was die heute machen, ach, das ist natürlich nicht mehr so geil. Ne? Immer mit dieser Fiebs-Stimme oder mit irgendeiner Frauenstimme. Das brauche ich nicht. Ich brauche nur den Hans-Peter. How much is the fish? Genau, Hans-Peter und how much is the fish? Mehr brauche ich nicht. Ja, dann hier Konzert nächstes Jahr in Hannover, Eskimo Callboy, ne? Bist du dabei? Ja, treffen wir uns, ne? Ja, sehr gut. Marcel, kommst du auch mit? Ich komme auf jeden Fall mit. Davor wollte ich aber tatsächlich noch drei Sachen loswerden. Zum einen ein Shoutout an Nanowar of Steel, denn gestern kam der Song Der Fluch des Captain Igloo heraus über Napalm Records. Das ist, ich habe es auf Facebook geteilt und das ist das mit Abstand bekloppteste, was ich wirklich in den letzten Monaten gesehen, gehört und gefühlt habe. Absolut großartiger Ohrwurm. Genau, und die zweite Sache, wir hatten allerdings nach unserem Lieblingssong, hatten wir doch seit der Folge mit Kings Winter eine weitere Kategorie, die ich ganz gerne nochmal aufbreiten wollen würde, nämlich der Stegosaurus ist mein Dinosaurier der Woche. Stark. Ja, da kann ich dir zustimmen. Das war ja mein Lieblingsdino, den ich in der Folge genannt hatte. Also kann ich total verstehen. Der ist auch echt gut. Ja, der ist super. Stegosaurus. Ja, der ist super. Achso, und Jakob, weißt du, mit wem ich gestern ein Interview geführt habe? Ja, ich weiß es. Erzähl es unseren Hörern doch. Mit dem Dino von Fear Factory. Hast du ihn auch nach seinem Lieblingsdino gefragt? Dafür reichte leider die Zeit nicht, aber wir haben über das neue Album Aggression Continuum gesprochen. Es ist ein sehr, sehr schönes Interview geworden, was ihr hoffentlich bald auch auf powermetal.de finden werdet. Und auf powermetal.de auf unserer Seite gibt es natürlich dann auch ein kleines Shoutout an einen kleinen Wettbewerb, bei dem wir momentan sind. Ich glaube, da wollten wir auch noch einen kurzen Satz zu erwähnen, oder? Du meinst den, über den wir am Anfang schon kurz gesprochen haben, wo wir jetzt reminden müssen? Ja, genau. Weil ihr jetzt fertig seid mit Hören und jetzt Zeit habt, in die Shownotes zu gehen und auf den Link zu klicken. Und ja, willst du weitermachen, Marcel? Jakob, sag doch auch mal was. Wozu soll ich was sagen? Zu dem Impericon-Wettbewerb, bei dem Pommesgabe zusammen mit 9 weiteren Podcasts derzeit aufgelistet sind. Und derzeit sieht es tatsächlich nicht allzu schlecht für uns aus. Ja, damit hast du alles gesagt. Danke. Ja. Nein, stimmt. Für uns ab, bitte. Bis zum 23. Mai kann man einmal am Tag für uns abstimmen mit einer gültigen E-Mail-Adresse. Es können natürlich auch mehrere E-Mail-Adressen sein, aber Sie müssen bitte stimmen.
Also es müssen gültige Adressen sein. Und ja, wenn ihr schon dabei seid, uns fleißig Stimmen zu geben, ihr könnt auch gerne diesen Podcast bewerten in eurer Podcast-App oder auch eine kleine Rezension dazu schreiben. Das würde uns auch sehr freuen, Feedback von euch zu kriegen. Denn ja, dann reden wir nicht nur mit uns, sondern auch ein bisschen mit euch, Marcel. Und ich haben das letztens ja auch gemacht bei einem Instagram-Live. Das war auch sehr schön. Und ja, bevor wir jetzt das Thema zu weit nochmal wechseln, Empirican Next Generation Voting, bitte für Pommesgabel abstimmen, der Link steht in den Shownotes. Damit will ich auch gar nicht mehr sagen und weiter ablenken, sondern nur noch vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank hoffentlich auch für eure Stimme und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Auf Wiederhören. Bis bald.